Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch ein Unboxing einer Beautybox von Sephora aus der Sephora Favorites Reihe. Da kaufe ich mir gerne Beautyboxen, weil man immer sehr hochpreisige Marken enthalten hat. Und diese Box, die heißt Iconic Female Founders Selection, also quasi Produkte nur von Frauen, also von weiblichen Gründern quasi. Die gab es letztes Jahr schon mal, da war sie aber ausverkauft die ganze Zeit. Und dann hatte ich mich da auf die Beobachtungsliste gesetzt, weil die hat mich wirklich interessiert von den Produkten her. Und jetzt war sie endlich wieder verfügbar. Also kurz vor Black Friday war die wieder verfügbar. Die kostet im Normalpreis 68,95 Euro. Ich habe sie dann schon reduziert gekauft für 61,95 Euro während Black Friday, glaube ich. Aktuell ist sie sogar noch weiter reduziert auf 55,45 Euro, soweit ich mich erinnere. Und es sind Produkte drin im Wert von 126 Euro. Das ist das, was Sephora angibt, habe ich nicht nachgerechnet. Und ich habe die Produkte, die Make-up-Produkte, heute für euch in diesem Look schon ausprobiert. Und kann euch damit schon was dazu sagen. Also man hat hier drumherum diese Banderole mit den Produkten. Und die kann man dann einfach so abnehmen. Und dann kommt hier so eine Schubladenbox zum Vorschein. Das ist ja eigentlich immer so bei den Sephora-Boxen, dass man halt so eine schwarz-weiß gestreifte Schubladenbox dann bekommt. Kann man auch gut dann verwenden, um vielleicht ein Weihnachtsgeschenk drin zu verpacken. Und hier steht auch nochmal so Sephora drauf. Tja, dann schauen wir rein. Hier seht ihr die Produkte. Also sieht schon gut gefüllt aus dafür, dass es so kleine Produkte sind. Es gibt übrigens auch noch, wenn ihr diese Box bestellt, so eine kleine Creme, 5 ml von Drunk Elephant mit dazu. Müsst ihr einen Code eingeben. Es steht dabei, wenn ihr die Box anschaut auf der Sephora Website. Und da gibt es hier die Proteini Polypeptide Cream dazu. Wie gesagt, in 5 ml von Drunk Elephant. Weil in der Box nämlich zwei Drunk Elephant Produkte mit enthalten sind. Übrigens meine Stimme, ja. Ich war die letzten Tage erkältet, deswegen habe ich auch noch keine Kommentare beantwortet. Ja, also ich glaube, diesmal muss ich mich bei den Kommentaren wirklich kurz halten, weil ich schaffe das sonst zeitlich nicht. Ja, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das ist. Also man muss YouTube wirklich jeden Tag machen. Ja, also entweder man muss drehen oder filmen oder Kommentare beantworten. Also man hat jeden Tag eine Aufgabe, sage ich mal. Und wenn man halt dann ein paar Tage ausfällt, wie ich jetzt mit meiner Erkältung, dann staut sich das. Und dann kann man das eigentlich nicht mehr aufarbeiten. So geht es mir gerade mit den Kommentaren. Also, wer sich wundert, das ist der Grund, warum ich noch keine Kommentare beantwortet habe. Und das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen heiser nach wie vor bin. Ich hatte halt eine klassische Erkältung. Aber es geht mir wieder gut. Ja, also das Fieber ist weg. Und jetzt kann ich wieder drehen und wir packen die Box zusammen aus. Als erstes haben wir was. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und zwar haben wir hier einen Full-Size-Lipstick von Huda Beauty drin aus der Power Bullet-Reihe. Genau, Power Bullet Matte Lipstick 3 Gramm. Die mag ich total gerne. Die habe ich mir schon mehrfach gekauft. Also 3 Stück habe ich schon davon. Das ist jetzt der 4. Und die Farbe habe ich nämlich noch nicht. Die heißt Girls Trip. So ein Nude-Ton und den trage ich heute auf den Lippen. Also es ist wirklich so ein bisschen ein wärmerer Nude-Ton. Finde ich aber trotzdem eine schöne Farbe, eine alltagstaugliche Farbe. Und die Verpackungen sind hier immer gleich, also so ein bisschen ja, quadratisch angelegt. Also es sieht sehr edel aus und hier oben die Farbe ist dann immer die Farbe vom Lippenstift. Ich habe das zum Beispiel in Pink, also die Farbe Bachelorette liebe ich. Und dann ist das hier oben halt Pink. Und jetzt hier für das Nude ist es halt Nude-Farben. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal den Lippenstift. Die sind wirklich gut. Da steht ja drauf, dass sie matt sind, das sind sie auch. Aber die sind nicht trocken. Also die fühlen sich auf den Lippen wirklich komfortabel an. Und deswegen, wie gesagt, habe ich mir davon schon 3 Farben gekauft. Das ist jetzt die 4.
freue ich mich, dass ich noch eine weitere Farbe davon habe. Und die sind auch nicht günstig. Ich glaube so 25 Euro knapp. Ja, also ist schon ein teurer Lippenstift, aber ein guter Lippenstift. So, dann haben wir hier von Rare Beauty, das ist ja die Marke von Selena Gomez, haben wir eine Mascara drin, eine Perfect Strokes Mascara Volume Universal in 13,5 ml, also wirklich eine große Größe. Das ist hier die Umverpackung, ist hier schon aufgerissen, weil ich habe es schon verwendet heute. Und da war ich sehr gespannt. Wie gesagt, die habe ich heute drauf. Die Verpackung ist wunderschön, also designtechnisch finde ich das sehr schön hier mit der goldenen Rare Beauty Schrift und ansonsten halt so beige, matt. Also finde ich, sieht sehr elegant aus. Jetzt zeige ich euch mal das Bürstchen. Also ein sehr dichtes Faserbürstchen haben wir hier. Und wie gesagt, die habe ich heute verwendet. Ich finde, sie hat schon ein gutes Ergebnis gemacht. Aber beim ersten Mal auftragen, muss ich euch schon sagen, dachte ich mir, was ist denn das? Ja? Weil das war extrem trocken. Also diese Mascara-Creme war extrem trocken. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Dann, als ich das dann entsprechend mehrfach aufgetragen habe, hat das schon gut funktioniert. Also ich kann mich über das Ergebnis, finde ich, nicht beschweren. Das hat Länge gegeben, das ist mir besonders aufgefallen. Volumen, ja, also da habe ich auch andere Wimperntuschen, die mir mehr Volumen geben. Aber in der Länge war es gut. Und wie gesagt, das Ergebnis finde ich gut, aber ganz ehrlich, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Klassisch schwarz übrigens, ja, sieht man. Also ich werde sie natürlich jetzt weiter verwenden, deswegen habe ich sie aufgemacht. Ich habe nämlich gerade 3 Wimperntuschen bei mir gerade leer gemacht, weil ich die halt immer parallel verwende. Deswegen kann ich jetzt mal wieder ein paar neue aufmachen. Und die werde ich definitiv weiter verwenden, weiter ausprobieren. Und ihr werdet ja dann spätestens im Aufgebraucht-Video sehen, wie sie sich so über die weitere Verwendung hin entwickelt hat. Aber wie gesagt, also es ist gut, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Das ist so mein Fazit nach dem ersten Mal verwenden. Dann haben wir hier, kommen wir mal zu den Drunk Elephant Produkten. Die habe ich natürlich noch nicht ausprobiert. Da haben wir hier einmal ein TLC Sukari Baby Facial. Was ist denn das? Ein Serum? Habe ich mir noch gar nicht genauer angeschaut. Ja, da steht drauf, dass man das Produkt testen soll, bevor man es benutzt. Und man soll das täglich mit Sonnenschutz... Ach, ist das dieses Peeling? Ich glaube, das ist dieses Peeling. Weil da steht drauf, dass man, wie gesagt, dann täglich einen Sonnenschutz verwenden soll, während man dieses Produkt benutzt. Und auch weiterhin. Also quasi noch eine Woche weiter, selbst wenn man das Produkt abgesetzt hat. Hier steht es. Exfoliating Mask. Das ist eine peelende Maske. Okay. Keine Ahnung, wie das ist. Also von Drunk Elephant habe ich noch nichts ausprobiert. Also auf diese Polypeptide Cream freue ich mich. Bin ich sehr gespannt, wie ich die finden werde, aber es wird mein erstes Drunk Elephant Produkt sein. 15 ml, also eine Maske haben wir hier. Eine peelende Maske. Ja, und dann braucht man natürlich den Sonnenschutz. Es steht aber nicht drauf, wie lange man die drauf lassen soll. Also da muss ich nochmal googeln. Wird natürlich sehr teuer sein. Ja, Drunk Elephant ist ja immer sehr teuer. Bin gespannt. Werde ich definitiv ausprobieren. Und dann haben wir hier noch ein mini, mini kleines Gesichtsöl, Virgin Marula Luxury Facial Oil in 3 ml. Das ist ja mal mini. Ja, das werde ich natürlich wahrscheinlich direkt leer machen. Ja, vielleicht aber auch für eine Reise aufsparen. Vielleicht zu Weihnachten, wenn ich meine Eltern besuche, das vielleicht mitnehmen. Ist immer ganz gut, so kleine Größen, wenn man wegfährt. Aber ist natürlich mini. Da steht drauf, wie man es verwenden soll. Also 2 bis 3 Tropfen soll man auf das Gesicht und den Hals und die Brust und die Hände auftragen. Auch auf die Arme kann man es auftragen. Ja, ich meine, wenn man das auf die Arme aufträgt, dann ist es, glaube ich, direkt leer. Ja? Ja. Natürlich, man freut sich über Drunk Elephant, aber das ist halt mini klein, 3 ml. Ja, ich meine, hier, schaut euch mal meinen kleinen Finger an.
Ja, das ist nicht mal so groß wie mein kleiner Finger. Es ist halt wirklich mini. So, das waren die beiden Drunk Elephant Produkte, die man drin hat. Dann haben wir hier noch von Cora. Das ist die Marke von Miranda Kerr, habe ich nachgeschaut. Dem Model. Und das ist eine Brightening and Exfoliating Mask. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Hat man halt nochmal eine peelende Maske? Ja, also ich meine, diese Drunk Elephant Maske ist ja schon peelend. Hier hat man halt nochmal eine peelende Maske. Da hätte man vielleicht auch mal was Pflegendes reingeben können. Ja, die soll halt aufhellen und entgiften. 30 Milliliter. Das ist zumindest mal doppelt so viel wie das von Drunk Elephant. Aber ja, steht sogar drauf. Created with Love by Miranda Kerr steht sogar drauf. Das soll man für 15 Minuten einwirken lassen, sehe ich gerade. Aber die Schrift ist sehr klein. Ja, das werde ich, denke ich, auf jeden Fall ausprobieren, weil von der Marke habe ich noch nie was verwendet. Ist ähnlich wie Drunk Elephant. Also werde ich, denke ich, ausprobieren. Aber ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass zweimal eine peelende Maske drin ist. Aber gut. Schauen wir mal, 2 in 1 steht hier noch drauf, also das halt aufhellen und peelen soll. So, dann haben wir hier noch was für die Haare von Y, das Wave Spray in 30 Milliliter. Das habe ich in groß mir gekauft dieses Jahr. Habe ich euch sogar mal in einem Short gezeigt. Habe ich bislang aber ehrlich gesagt nur zweimal verwendet, weil ich das beim ersten Mal irgendwie nicht so gut fand. Es hat ein bisschen geklebt in den Haaren, fand ich. Und dass es Wellen gemacht hat, konnte ich jetzt nicht wirklich sehen. Ich habe halt sehr feine und lange Haare. Da haben solche Produkte auch wirklich sehr schwer. Ja, also es gibt da nur ganz wenig Produkte, die bei mir wirklich was machen. Aber hier habe ich mir halt viel erwartet, weil Y ja eine sehr teure Haarmarke ist. Ich muss das natürlich noch weiter ausprobieren. Ich habe ja die große Flasche da. Aber tendenziell werde ich das vielleicht irgendwann mal in eine Verlosung geben. Weil, wie gesagt, ich habe ja die große Flasche da. So, dann haben wir noch zwei Make-up-Produkte. Als erstes diesen Blush von Tarte. Den habe ich heute auch aufgetragen. Also das ist der Blush, den ihr seht. Das wird jetzt natürlich verfälscht von dem violetten Highlighter, den ich verwendet habe. Aber ich swatche euch den gleich mal. Das ist der Amazonian Clay. 12 Stunden Blush steht hier drauf, 1,5 Gramm. Kenne ich auch noch nicht, das Produkt. Von Tarte habe ich aktuell einen Eyeliner in Anwendung, der ist auch fast leer, den habe ich heute wieder verwendet, mag ich sehr gerne. Und auch einen Cream Blush, den ich auch sehr gerne mag. Deswegen war ich hier auch sehr gespannt. Das ist eine schöne alltagstaugliche Farbe, das kann ich euch schon mal sagen. Es ist wirklich alltagstauglich, passt auch sehr gut zu dem Lippenstift von Huda Beauty. Also das ist, finde ich, dieselbe Farbfamilie. Und jetzt swatche ich euch den Blush mal. Ließ sich sehr gut auftragen. Also war überhaupt nicht fleckig. Also ihr seht, na, es ist wirklich eine sehr, sehr alltagstaugliche Farbe. Ich baue ihn mal noch mal ein bisschen auf, dass man ihn vielleicht noch ein bisschen stärker sehen kann. Also ihr seht, er lässt sich auch aufbauen. Es ist wirklich eine schöne, dezente Farbe. Und wie gesagt, ließ sich sehr gut auftragen. Also, ich kann da nichts Schlechtes über das Produkt sagen. Freue mich darüber. Werde ich definitiv weiter verwenden. Finde ich gut. Hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Und ihr seht, ne, lässt sich auch sehr einfach verblenden. Ist wirklich eine gute Formulierung. So, und jetzt das letzte Produkt. Und meiner Ansicht nach das Highlight. Ein Fenty Beauty Gloss. Und ihr habt ja letztens, hatte ich euch mal ein Video hochgeladen, wo ich mir Fenty Beauty Produkte gekauft hatte bei Galeria Kaufhof online. Und da haben mir viele geschrieben, dass dieser Gloss von Fenty Beauty ihr absolutes Highlight ist von Fenty Beauty. Und ich habe aber noch keinen Gloss von Fenty Beauty. Ich habe mir auch keinen damals in diese Bestellung mit reingepackt, weil ich nur selten Gloss trage. Und deswegen bin ich jetzt natürlich extrem gespannt. Das ist die Farbe Fenty Glow. Gloss Bomb. Und das sind, ich glaube, 6 Milliliter, 9 Milliliter, 9 Milliliter. Ja, den werden wir jetzt mal über den Lippenstift auftragen. Also von der Farbe her, finde ich, müsste ja ganz gut zu dem Lippenstift passen. Das allererste Mal ein Fenty Beauty Gloss für mich.
Ich swatch euch den auch nochmal hier auf meinem Handrücken. Ja, es passt farblich wirklich ganz gut, finde ich. Sowohl zu dem Blush als auch zu dem Lippenstift. Also das haben sie wirklich gut ausgesucht, die Farben. So. Es riecht fruchtig. Es klebt nicht. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Ich bin ja eigentlich nicht so der Gloss-Typ. Also ich trage immer eher normalen Lippenstift oder Liquid Lipstick. Also er fühlt sich gut an. Mal schauen, wie lange er hält. Wie er aussieht, kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen, weil in der Kamera, da habe ich nur so ein ganz, ganz kleines Fenster. Also es sieht jetzt auf den ersten Blick ganz gut aus. Ja. Ich schaue gerade, ob es noch irgendwie anfängt zu prickeln, aber nein. Also ich merke da kein Prickeln. Also hoffentlich nichts drin, was so plumpen soll. Das mag ich eh nicht so gerne. Also ja, so auf den ersten Eindruck gefällt es mir ganz gut. Fühlt sich gut an. Wie es aussieht, schaue ich mir dann im Schnitt an. Ja? So, das war die Box. Jetzt ist sie leer. Da ist nur noch hier so ein, Silikagel. Also ihr wisst, was da so die Feuchtigkeit rausziehen soll mit drin. Jetzt gehen wir die Produkte nochmal durch. Also wir haben von Rare Beauty diese Mascara in Full Size. Den Fenty Beauty Gloss in Full Size, in der Farbe Fenty Glow, wie gesagt. Den Lippenstift von Huda Beauty in der Farbe Girls Trip, finde ich super. Von Tarte den Blush, Amazonian Clay in der Farbe Seduce, habe ich übrigens vergessen zu sagen, ne? Seduce, finde ich auch wirklich gut, hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Und wie gesagt, farblich passen die drei Produkte wirklich sehr gut zusammen. So, das war's im Bereich Make-up. Dann haben wir von Drunk Elephant dieses mini kleine Gesichtsöl, diese peelende Maske mit 2% BHA, 25% AHA. Jetzt sehe ich es. Also ja, mit Säuren, 15 ml. Und dann haben wir nochmal eine peelende Maske von Cora. Das war's fürs Gesicht. Und dann haben wir noch für die Haare dieses Wellenspray von Y in 30 ml, also eine kleine Größe. Und aktuell umsonst dazu bekommt man noch diese Poly Peptide Cream in 5 ml von Drunk Elephant. Und man muss noch extra, wie gesagt, einen Code mit eingeben. In der Box an sich sind jetzt nur diese Produkte, also insgesamt 8 Produkte. Wie gesagt, wenn ihr die Box haben wollt, aktuell ist wirklich ein sehr guter Preis für 55,45 €. Ansonsten, die Produkte, die ich ausprobiert habe, haben mir wirklich sehr gut gefallen, bis auf die Mascara, also die war schon auch okay, aber hätte ich mir mehr erwartet. Aber der Lippenstift, der Blush hat mich echt überzeugt und der Gloss fühlt sich auch gut an, bislang. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne einen lieben Kommentar, wie immer. Muss man hier die Produkte abstellen. Wie ihr die Box so findet, wie ihr die Produkte so findet, vielleicht auch, wie ein Produkt bei euch so funktioniert, falls ihr das schon kennt, zum Beispiel dieses Wellenspray, da würden mich sehr die anderen Meinungen interessieren von Leuten, die das schon ausprobiert haben. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn wenn ich die 800 Abonnenten voll habe, dann gibt es auch wieder einen von mir selbstgestalteten Adventskalender, habe ich schon gepackt, steht hier schon. Und gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.